Der IC 121 ist inzwischen in Köln. 6.51 Uhr. Ein neuer Tag beginnt. Auch ein paar hundert Kilometer weiter südlich, an der Strecke Augsburg-München. Die Bewältigung des Verkehrszuwachses, besonders auf den Hauptstrecken der Bahn, ist langfristig nur durch den Aus- und Neubau des Streckennetzes zu gewährleisten. Dabei ist die rechnergesteuerte Betriebsabwicklung genauso wichtig wie die Beseitigung beschrankter Bahnübergänge durch den Bau von Brücken. In Mainz, in der zentralen Transportleitung der Bundesbahn, sitzt die Betriebsüberwachung Intercity. Sie koordiniert den gesamten Intercity-Verkehr in der Bundesrepublik. Intercity, Mainz-Buchinger. Oberzugleitung Karlsruhe, Heider. Die Oberzugleitung Frankfurt meldet mir soeben, dass der IC 105 in Worms wegen einer Signalstörung voraussichtlich um 15 Minuten verspätet wird. 15 Minuten. Ja, das bedeutet, dass in Mannheim der 597 seine Wartezeit etwa 2 bis 3 Minuten überschreiten müsste. Ja, das können wir machen. Dann und die Genehmigungsnummer? Dann nehmen wir die Nummer 1176. Plan, das bedeutet, der Intercity ist pünktlich. Neben der Zentrale in Mainz gibt es 10 regionale Kontroll- und Steuerungsinstanzen, die Oberzugleitungen. Gemeinsam sorgen sie dafür, dass bei der Bahn im Güter- und Personenverkehr alles reibungslos läuft, rund um die Uhr. München Oberzugleitung, Bahnkürzel OZL. Hier gibt es zuweilen Schwierigkeiten mit dem grenzüberschreitenden Verkehr. Die Geschwindigkeit der Intercity-Züge auf Schnellfahrstrecken bis Tempo 200 ist nur möglich durch ein rechnergesteuertes Signalsystem. Diese Informationselektronik überwacht für den Lokführer an jedem Punkt der Strecke die Soll- und Ist-Geschwindigkeit und liefert alle notwendigen Streckendaten für die nächsten 5000 Meter. Mikado an Posten 24. Die Schranken können nicht geschlossen werden. Automatisch stehen alle Signale in diesem Streckenabschnitt auf Halt. In beiden Richtungen. Die Fahrdienstleiter der benachbarten Bahnhöfe werden verständigt. Fahrbahn ganz an. Der Fischer bei mir ist gerade ein Fuhrwerk vorbeigefahren mit Holz und hat das Rundholz verloren. Beide Gleise, so sind zu sperren. Ist in Ordnung, danke. Mensch, da müssen wir sofort die Oberzugleitung verständigen. Das ist Holz an der Tür. Ja, Langholz vorweg. Ein Langholz verloren. So. Der Lokführer ist durch das elektronische Signalsystem längst informiert. Wenn er nicht bremst, wird der IC 121 automatisch vor dem Signal zum Stehen gebracht. Unter 121 ist am SBK 74 zum Stehen gekommen. Und der Bahnpolizei ist informiert, ja. Auch dieser Durchgangsgüterzug mit Ziel Mannheim kommt auf dem Gegengleis zum Stehen. Die OZL München informiert die IC-Betriebsüberwachung in Mainz. Herr Spuler, was gibt's? Haben wir ein Problem.
121 ist in Augsburg-Plan abgefahren. Ja? Steht jetzt zwischen Augsburg-Hochzoll und Kissing. Am Bahnübergang Schwabhof. Dort ist ein Langholzfuhrwerk liegen geblieben. Im Augenblick sind beide Gleise der Strecke Augsburg-München gesperrt. Sollte sich die Sperrung der Strecke über Gebühr lange hinauszögern, müssten wir gegebenenfalls den 121 nach Augsburg zurückfahren und über Ingolstadt umleiten. Ja. Aber darüber informieren Sie mich dann noch, wie die weitere Situation ist. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht die Oberzugleitung München. Wegen einer Betriebsstörung, deren Dauer leider noch nicht abzusehen ist, verzögert sich die Weiterfahrt Ihres Zuges. Wir bemühen uns, die Störung schnellstens zu beheben. Wir werden Sie weiter informieren und bitten um Ihr Verständnis. Der Intercity 121, blauer Enzian von Dortmund, planmäßige Ankunft. 13.42 Uhr zur Weiterfahrt nach Klagenfurt wird voraussichtlich 30 bis 40 Minuten später ankommen. Natürlich gibt es keine Patentrezepte. Willi Bohmhardt und seine Mitarbeiter müssen jetzt flexibel und schnell entscheiden, um für den Reise- und Güterverkehr optimale Ersatzlösungen anzubieten. Stadtzentrale, grüß dich Gott, das ist der Lokführer vom IC 121. Ja, wir sehen den Hafen da draußen. Sau noch länger. Aha. Ja, dann machen wir eine kleine Brotzeit. Willi Bohmhardt hat inzwischen die wichtigsten Entscheidungen schon getroffen. Die Oberzugleitung informiert die Reisenden im IC 121 per Zugbahnfunk über die neuen Anschlussmöglichkeiten ab München Hauptbahnhof. Die Strecke zwischen Augsburg und München ist geräumt. Der Vorfall wird morgen nur noch Thema der Lagebesprechung der OZL sein. Ein knappes, kritisches Protokoll der Maßnahmen. In einigen Wochen wird man Posten 24 bei Kilometer 55,2 durch eine Brücke ersetzen. Hier wird es für Willi Bohmhardt und seine 100 Mitarbeiter keine Probleme mehr geben. Aber man kann nicht alle Bahnübergänge gleichzeitig umbauen. Denn jedes Bauvorhaben kostet viel Geld.